Hi Leute, heute kommt das Video etwas später, als ihr es sonst von mir gewohnt seid. Schlichtweg, weil ich das Video heute aufnehme und heute auch noch veröffentliche. Etwas, was ich ja in der Regel nicht mache. Und zwar ist das hier heute eine besondere Folge von Kane zockt. Und zwar gestern nach dem Aufstehen gucke ich wie immer YouTube. Und ja, dort berichtet einer davon, dass am 23.03. die Pforten des Nintendo Wii Shops geschlossen werden, mehr oder weniger. Sprich, man kann ab da an keine Punkte mehr einlösen und dementsprechend dann keine Virtual Console und Wii-Titel mehr kaufen. Ich habe gedacht, dies wäre schon längst der Fall. Schlichtweg arbeitsbedingt habe ich nämlich irgendwann keine Zeit mehr zum Spielen gehabt, weil ich im Einzelhandel tätig war und ja, ich habe dann irgendwann 16 Stunden pro Tag gearbeitet. Ich bin nur noch nach Hause gegangen zum Schlafen. Ich hatte nur den Sonntag frei und Sonntag war Familientag. Das heißt, schlichtweg, ich hatte gar keine Zeit mehr zum Spielen. Irgendwann habe ich den Job hingeschmissen. Dann war ich aber dementsprechend arbeitslos und hatte dementsprechend gar nicht das Geld. Und ich habe mich einfach gar nicht weiter mit der Wii beschäftigt, bis ich dann in Schichtarbeit begonnen habe, wo ich eigentlich auch nicht wirklich Zeit hatte. Aber da habe ich das erste Mal nach diesen wunderhübschen Karten hier geguckt, die ja dann für die Wii U damals dann erschienen sind, auf der aber eben nichts mehr von der normalen Wii stand. Und ich bin nochmal davon ausgegangen, die Virtual Console auf der Wii wird schon gar nicht mehr unterstützt. Was mich natürlich sehr geärgert hat, es gab ja noch eine Menge Spiele, die ich gerne haben wollte, die ich aber dann eben nicht geholt habe, weil ich eben davon ausging, ja, die Punkte kann ich dort nicht einlösen, ne? Ja, jetzt erfahre ich gerade, ja, am 23.03. ist es nicht mehr möglich, Punkte mehr einzugeben und dass diese Karten eben doch auch hier noch einlösbar waren. Also bin ich nochmal los, habe richtig viel Geld ausgegeben, also ich bin jetzt im Konto im Minus und noch eine Woche bis zum nächsten Geld, ne? Einfach, weil ich diese Chance nicht verstreichen lassen wollte, mir noch wenigstens ein paar der Spiele zu holen, die ich gern gehabt hätte. Hätte ich das gewusst, dass die Virtual Console noch unterstützt wird und dass man da auch diese Karten einlösen kann, hätte ich natürlich schon in den letzten, ja, 2 Jahren, kann man sagen, vielleicht noch mehr, regelmäßig die Virtual Console weiter gefüttert mit Games, ne? Und ärgere mich auch jetzt, dass ich eben nun mal sehr selektieren musste, obwohl ihr seht, es sind schon eine Menge Karten, die ich jetzt hier geholt habe, ne, 3 25er und eine 15er. Die 15er habe ich heute nochmal geholt, weil mir dann bei der Reware noch ein Spiel aufgefallen war, was ich unbedingt haben muss. Das muss ich auch betonen, das war ein Muss. Ja, und jedenfalls bin ich eben los, habe die Karten geholt, habe sie noch eingelöst und möchte das Video natürlich noch vor dem 23. raushauen, damit vielleicht der ein oder andere von euch, der vielleicht auch das nicht, dem das nicht so ganz klar ist oder der auch noch zuschlagen will, dran erinnert wird, jetzt Leute, schlagt zu. Und das heißt, ich habe eben jetzt einige Spiele runtergeladen und wir werden die jetzt alle mal so ein bisschen zusammen anzocken. Das Video wird dementsprechend etwas länger, etwas mehr als länger. Ich denke mal, ein Stündchen könnte das hier heute dauern, ne? Ich habe nämlich eine Menge Spiele gekauft, ne? Und würde sagen, wir legen dann jetzt los. Ihr seht jetzt hier schon die erste Seite meines SD-Karten. Menüs, ihr seht hier schon eine Menge Mega Man und damit wird es auch jetzt losgehen, denn da habe ich gestern das meiste Geld reingesteckt und Teil 1 bis 4 hatte ich schon. Und ich wollte eigentlich von Anfang an alle Mega Man Spiele möglichst hier drinne voll haben, aber es sind nicht alle erschienen. Also wie ihr hier seht, es fehlt Teil 6. 7 und 8 und es fehlt auch X3, was ich sehr schade finde. Also gerne vor allem die Teil 7 hätte ich gern gehabt, weil darüber höre ich immer nur Gutes, aber ihr seht, es ist nicht dabei. Und dementsprechend, Teil 1 bis 4 hatte ich schon, habe ich gestern eben noch Mega Man 5 gekauft. Und da gucken wir jetzt mal rein. Die Mega Man-Spiele sind ja nun mal dafür bekannt, extremst schwer zu sein, ne? Ich glaube, ich muss den Ton hier noch etwas leiser machen. Ihr habt ja eh lauteren Ton. So, ich muss auch zurücksetzen, weil ich hatte ja hier schon gestern, ehrlich gesagt, schon mal begonnen zu spielen. Hätte ich vielleicht vorher noch sagen sollen,
Ich hätte auch am liebsten gestern Abend noch aufgenommen, aber ich musste da erstmal auf U7 Max ein paar Animes aufnehmen und dadurch ging das nicht. Also das ist der fünfte Teil der Mega Man-Reihe, eben auch im klassischen Stil. Man hat hier seine Gegnerauswahl, das war noch fürs NES erschienen. Wir machen jetzt hier einfach mal irgendeinen. Also ich habe hier nur einmal gestern angespielt, ein Level. Ich komme auch nicht besonders weit, sage ich euch gleich. Wir spielen es halt wirklich nur an. Mega Man ist bockenschwer, da muss ich schon richtig mich hinterknien, um das zu spielen. Aber ich finde die Reihe irgendwie hat sie was. Sie ist richtig genial. So. Schon mal den ersten Treffer einkassiert. So. Komische Bälle hier, ey. Ah! Kann er hier? Ja, der kann hier auch runterrutschen. Das können wir, glaube ich, seit dem dritten Teil. Heile Energie. Also das habe ich halt wirklich jetzt hier noch nie gespielt, so wirklich, ne? Ich hatte nur mal Mega Man 3 für ein Game Boy und Mega Man 1 für ein Game Boy. Oh, was kommt denn hier runter? Ah! So. Üp! Üp! Ne? Also, Steuerung finde ich ja bei Mega Man wirklich sehr gut. Sie ist eigentlich recht direkt, außer wenn eben zu viele Gegner oder zu viel Bewegung drauf ist, dann verlangsamt sich's ja immer, ne? Aber ansonsten finde ich es mit eins der direktesten Spiele. Die Figur rutscht nicht weiter, sie bleibt sofort stehen, wie man vom Steuerkreuz runtergeht. Etwas, was mich bei vielen Spielen eben stört, dass halt immer irgendwie noch so ein Gerutsche dabei ist. Und hier läuft es eigentlich wirklich ganz gut, ne? Da kann man nicht meckern. Wow, zwei Leben! Haha! Gerade schon Leben hier bekommen. Hä? So, Energie brauche ich gar nicht. So, bop, 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 bop. So, jetzt wieder dieselbe Ecke mit diesen herunterkommenden Teilen. So. Ja. Ah! Ah, die kommen zweimal schnell hintereinander und dann kommt einmal längere Pause. Muss man wissen. Das ist eben, hier musste man eben auch wirklich diese Abläufe auch auswendig kennen, wo welcher Gegner sich wie bewegt, ne? Es ist hier ganz, ganz wichtig. Also hier ist es viel dann eben wirklich mehr oder weniger auswendig lernen, ne? Bei Mega Man, ne? Sowas liegt mir eigentlich überhaupt nicht, aber irgendwie hat mir die Reihe wirklich Spaß gemacht, ne? Blöd ist, ich weiß nicht, wo ich meine Passwörter für die anderen Teile hingelegt habe. Also ich hatte wirklich Passwörter mir aufgeschrieben, als ich die anderen eben schon hatte, Teil 1 bis 4 auf der Wii. Aber das ist jetzt auch 5, 6 Jahre schon her, wo ich die gekauft habe. Also da habe ich wirklich viel gekauft und dann eben alle nur angezockt. Weil, ehrlich gesagt, ich hätte hier gerne Save States und ich merke hier natürlich auch ganz klar, ich vermisse meine Rewind-Taste, die ich ja beim Sega Mega 3 Flashback habe. Ich verstehe diese Steine nicht. Jetzt müsste doch gleich wieder einer kommen. Nee. Eins, zwei. Eins. Nur einer. Eins. 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 Eins, zwei. Eins. Eins. Ah, da kam der zweite. Gut, okay, so viel jetzt mal hierzu. Haben wir jetzt uns mal angeguckt. Ihr merkt, ist sau schwer eben, was Mega Man angeht. Aber ich denke, jeder, der Mega Man gespielt hat, weiß das. Da muss man sich richtig reinfuchsen, um da eben voranzukommen. Wir können ja mal aus Gag in ein anderes reingucken, ob da noch irgendwo ein Speicherstand ist. Ja, ich habe jetzt mal Mega Man 2 geladen. Also hier bin ich etwas weiter. Hier seht ihr, hier habe ich schon einige Waffen zusammengesammelt. Eins, zwei, drei, vier. Also hier ist ein bisschen was da. Also bin ich hier schon weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Gegner es hier gab. Ich glaube, ich bin hier sogar. Ja, wenn ich das richtig sehe, bin ich hier beim Endgegner. Genau. Ja, hier bin ich am Endgegner. Ne? Gut. Weil dort steht ja Dr. W. Ne? Gut, haben wir das jetzt auch mal überprüft. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Also ihr habt gesehen, auch bei Mega Man, wenn man sich reinhängt, kommt man weit. Und ich hab's ja gesehen, ich habe das auch schon geschafft.
Aber da habe ich wirklich auch sehr intensiv immer zu nur die oder rein und raus in die Mega Man Games, ne? Und jetzt habe ich hier Mega Man X1, ne? Habe ich gestern auch schon mal angespielt. Ich sag's, mach's kurz und bündig. Das erste Level ist nicht beendbar auf gut Deutsch, denn hier taucht ein Endgegner auf, den kann man nicht besiegen. Der besiegt einen. Das ist aber so vorgesehen, ne? Aber es kommt hier einen neuen Punkt in der Steuerung, der wirklich richtig genial ist, den ich wirklich auch unbedingt dann euch gleich zeigen muss, wenn wir diesen Punkt haben. Die hier hasse ich, die lassen hier was fallen und machen die ganze Straße noch kaputter, als sie sowieso schon ist. Oh, was ist das? Energie. Also auf alle Fälle, das hier scheint mir auf alle Fälle schon mal richtig Spaß zu machen, aber ich hätte halt doch lieber, auch wenn ich weiß, die X-Reihe ist extremst beliebt, ich hätte lieber 6, 7 und 8 gehabt, wobei ich von dem 8. Teil eigentlich noch nie was gehört habe. Aber es muss ja einen 8. geben, weil ich habe ja einen 9. Teil hier drauf. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ansonsten, ja, können wir es gleich dann auch nochmal zeigen. Oder ihr merkt es euch, aber es gibt einen 9. Teil. Also, oder ich spule zurück, genau. Ich spule einfach zurück. Also, es gibt einen 9. Teil, aber von dem 8. Teil habe ich nie gehört. Also, 6 eigentlich auch nie. Von 7 habe ich öfters gehört, das soll sehr gut sein, ne? Und dementsprechend... 6 ist wahrscheinlich immer untergegangen. Ah, das hier. Das ist Pflicht. Na, komm. Ah. So. Ups. So. Und jetzt bin ich hier unten und ihr glaubt nicht, ich wollte hier gestern schon aufgehen. Ich wollte gestern wirklich sagen, was jetzt? Weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier hochkommen soll. Und dann fand ich eine neue Spielmechanik raus für Mega Man, die ich noch nicht kannte. Man kann hier die Wand hochspringen. Seht ihr das? Das hat mich gestern so abgeholt, dieses Hochspringen, ne? Ah, so. Das alleine ist so richtig cool, ne? Einfach sowas mal zu können. Also ich würde euch gern hier den Endgegner noch zeigen. Ja, bei dem Spiel ist irgendwie, also dieser erste Gegner, Endgegner, den ich auch noch... Hier zwei Gegner noch mit in der. Bam, 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 bam. Verrecke, verrecke. Na, jetzt aber. So, und wieder stürze ich ab, ne? Also, ich war da wirklich gestern. Was soll ich hier machen, als ich da unten war und bis ich das dann mit dem Sprung raus hatte, ne? Hat natürlich seine Zeit gedauert, aber das hat mich nicht abgeholt. So, jetzt kommt, glaube ich, gleich ein fieser Abschnitt, wo dann auch die Straße unter mir, wegbröckelt, wenn ich springe. Ja, genau hier. Das heißt, hier renne ich jetzt einfach nur durch und hoffe, dass ich es schaffe, ohne von den Gegnern hier platt gemacht zu werden. Oh, nein! 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 Ich hasse sowas, wenn unter einem der Boden wegbricht. Das hasse ich wie die Pest. Ah, die waren auch fies gestern. Die haben mich gestern ganz schön gestriezt. Ich habe auch immer Angst, dass ich jetzt hier irgendwo bin, wo der Boden unter mir nachgibt. Oh Gott. Ah, einfach jetzt warte hier. Einfach warte. Ich gehe einfach mal von... Ah, oh, jetzt kommen die hier. Hui. Und ab. Ja. So, da wäre ich jetzt fast abgestürzt. Da kommen jetzt noch ein paar von diesen Autos, sage ich euch jetzt schon. Das war jetzt hier ganz, ganz fies. Das war ganz, ganz fies jetzt hier. Da kamen noch mehr, das weiß ich. Hä? Ah ja, jetzt kommt das Viech hier. Der lässt jetzt hier Autos bröckeln und die muss ich alle erledigen. Oh Gott, ich brauche Lebensenergie. Das ist ja noch ein Fahren. Komm, Lebensenergie. Das ist Lebensenergie. Sammeln Sie ein.
So, das ist jetzt der Endgegner und der ist nicht besiegbar. Also nicht zu diesem Zeitpunkt. Später wird er besiegbar sein, aber hier ist er nicht besiegbar. Es ist vollkommen egal, was ich mache. Er besiegt mich. Genau jetzt. Ne? Jetzt hat er mich erledigt. Das ist aber eben genau so gedacht. Das ist vorgerendert. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Rewind-Taste hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt ständig Rewind gedrückt. Ich will nicht sterben. Ohne dass ich das mitgekriegt hätte, dass der eben hier mich besiegen muss. Ne? Und ich dann eben Unterstützung von diesem roten Typen hier bekomme, der mir jetzt eigentlich mitteilt, ich muss weitere Skills erlernen. Ne? Gut, schauen wir uns mal das nächste Spiel an, okay? So, nach Mega Man X folgt natürlich Mega Man X 2, würde ich sagen. Ne? Und auch das schauen wir uns mal jetzt an. Das werden wir aber jetzt nicht das komplette erste Level durchspielen. Habe ich gestern auch noch nicht gemacht. Habe ich es auch nur mal kurz angezockt. Ne? Werde ich alles vielleicht... Vielleicht machen wir auch dazu mal auch richtige Kane-Zockt-Videos. Aber bei Mega Man weiß ich nicht, weil ich da eben nicht besonders gut bin. Ist einfach so. Ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass überhaupt irgendwann irgendwer wirklich gut bei Mega Man ist. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Mega Man ist sau schwer einfach. Ja, wobei jetzt hier wirklich diese X-Reihe im Verhältnis finde ich die jetzt noch ganz angenehm. Ne? Oh, ich habe gerade irgendwas Neues entdeckt. Gestern noch gar nicht gesehen. Was war denn das? Wie geht denn das? Wie hat denn der das gerade gemacht? Ah, cool. Mit der A-Taste. Cool. Das muss ich mir merken. Sehr schön, diese Spielreihe. Macht mir Spaß. Ne? Wumpf, 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 wumpf. So, wie ging das jetzt? Soll ich jetzt hier blind springen? Jo. Ah! Da war Lebensenergie. So. Also viel weiter als ich jetzt hier gerade bin, habe ich gestern auch nicht gespielt. Hier glaube ich noch, genau. Die Leiter kenne ich auch noch. Ja, und jetzt hier wird es richtig mies. Hier geht nämlich jetzt die Wand zu. Passt auf. Ach. So. Und hier irgendwo habe ich... Ah ja, nee, ich bin hier auch bis zum Endgegner gekommen. Oder ich weiß nicht, ob es der Endgegner ist, weil hier seht ihr ihn schon. Gegen den müssen wir hier gleich nämlich kämpfen. Gegen einen von denen, die hier jetzt im Hintergrund sind. Ne? Tauchen hier als Endgegner aus. Den habe ich aber nicht geschafft. Oder habe ich ihn geschafft? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier einmal gestorben bin. Das weiß ich. Ja, der taucht jetzt hier auch. Können wir uns das ja auch mal angucken. Jetzt mache ich doch wieder mehr, als ich machen wollte. Aber es war ja recht kurz jetzt hier, dieses erste Level. Na, aber wir werden ihn nicht besiegen, denke ich mal. Das schaffe ich nicht. Hier, den musst du vor den Kopf ballern, da. Aber der kämpft so mehr oder weniger in drei Dimensionen. Du musst halt immer mit Angriffen rechnen, dass er sich mit irgendwas berührt. Meist erwischt mich der Kopf hier, wenn er so springt. Oder sich eben wegdreht. So, wollen wir mal ein bisschen Energie laden. Komm. Ah! So ein mieses Stück hier. Werde ich nicht schaffen, oder? Oh. Doch, wir könnten ihn. Aber er hat mich auch gleich. Oh. Hab ihn! Ich hab ihn erledigt! Es war aber ziemlich eng. Es hätte uns mich auch fast erwischt. Ich habe ja auch nur noch zwei Energien. Na gut. Und was jetzt? Habe ich das gestern geschafft? Ich weiß nicht. Ja, ich werde raus teleportiert. Werde ich gestern geschafft haben. Gut, so viel dann dazu. Nächstes Spiel. So, und jetzt kommt das Spiel dran, wegen dem ich heute nochmal losgegangen bin, wie ihr seht, auch Capcom, und noch eine Karte geholt habe. Oh, ich kann hier einen Namen eingeben. Wollen wir mal gucken. Wird ja dauerhaft sein. Ihr werdet jetzt hier sehen, ich gebe hier mir den Namen Blau. Seit Pokémon Blau jetzt nenne ich mich überall, außer bei Zelda, eigentlich in der Regel Blau. So, oh, hier eine ganze Reihe.
Mega Man. So, Mega Man 10 ist das nämlich, was wir jetzt hier spielen. Das ist ein Rebirth-Titel, also kein altes Spiel, sondern ein Spiel, was eben optisch sich an den Original-Games orientieren soll. Oh, man kann hier zwischen Mega Man und Proto Man hin und her wechseln. Hier gibt es dann auch noch Inhalte, die hätte man zusätzlich kaufen. Oh, sogar ein Easy-Modus gibt es. Hier gehen ja Sachen ab. Ne, die hätte man sich zusätzlich kaufen können. Zum Beispiel kein Helm auf und sowas. Aber das finde ich ja Schwachsinn, da jetzt noch für Zusatzinhalte Geld auszugeben. Ne? Aber ich wollte wenigstens die so weit haben. Ne? Und da bin ich halt, den habe ich gestern dann erst entdeckt, nachdem ich schon meine Einkäufe erledigt hatte. Und habe mir gedacht, muss ich auch haben. Oh, der hat ein Schild. Protoman hat ein Schild. Oh, ich komme nicht. Ah, nee, Mann. Ah, beim Springen hat er automatisch das Schild oben. Das ist ja cool. Der gefällt mir. Oh, eine Axt. Eine Axt. Oh. Feist. Also, das habe ich auch noch nicht angezockt, ne? Also, gleich mal weg. Und ich bin tot. Okay. Sehr schlecht. Also, das habe ich wirklich noch nicht angezockt. Das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich das jetzt angespielt habe, ne? Bei Mega Man 9 habe ich zwei Gegner besiegt. Kann ich euch auch sagen. Habe ich gestern noch überprüft mal. Mal reingeschaut, wie das dort war mit Passwörtern oder Speichern. Und dort konnte man speichern regulär. Ja, meiner Meinung nach hätte man damals hier nicht nur eine 1:1 Emulation machen dürfen, sondern man hätte die Spiele sehr wohl so ein bisschen überarbeiten müssen, Speichermöglichkeiten einbringen, all sowas. Und von mir aus eben stinknormale Safe Games. Ah, ist das scheiße. Ne? Hätte man einfach machen sollen. Also da finde ich natürlich jetzt die SNES Mini wieder von der Technik besser. Du kannst überall speichern. Wäre hier natürlich auch wünschenswert. Ne? Und die SNES Mini hat eine Rewind-Taste. Aber SNES Mini ist nun mal limitiert in der Spieleauswahl. Außer man hackt das Ding. Könnte man hier auch machen. Gleich dazu. Also ist kein Problem. Man holt sich so eine Letterbomb, heißt das. Und dann lädt man sich dann die Emulatoren auch auf SD-Karte und dann geht das. Geht alles hier bei dem bei der Wii. Aber ich hab's halt, sowas mache ich halt nicht. Ne? Also kurz und bündig, ne? Obwohl ich hier wirklich schon am Überlegen war, ne? Ja. Aber bei Wii, bei SNES Mini ist eben das große Problem. Du hast nur limitierte Spiele und ich kann das teils auch nicht verstehen, warum. Da ist ein, glaube, Mega Man X ist drauf, aber Mega Man X2 und Mega Man X3 nicht. Dasselbe gilt für Donkey Kong. Ist für mich unerklärlich. Warte mal, wir bleiben doch nochmal drin. Wir probieren mal Mega Man aus. Wie komme ich hier wieder raus? Und für mich auch so unbegreiflich, warum sie das Ding nicht mit an den Shop angeschlossen haben. Warum sie da nicht einen Shop für gemacht haben. Oh, ich bin wieder Proto-Man. Ja, scheiße, wollte ich nie nochmal sein. Na gut, dann gehen wir raus. Also, meiner Meinung nach hätten sie das auch damals mit an einen Shop irgendwie koppeln müssen, dass man noch Spiele nachkaufen kann. Dann hätte ich mir die SNES Mini und auch schon vielleicht auch schon die NES Mini auch geholt, wenn man diese Möglichkeit gemacht hätte, eben auf nur auf die SNES-Spiele zuzugreifen, die es im Wii-Shop gibt, für eben den Preis, den es dort auch kostet. Ich hätte es gemacht, dann, ne? Das wäre es mir schon wert gewesen. Aber dadurch, dass ich eben das Ding hacken muss, um Spiele drauf zu haben, ist doch scheiße. Und hier, guckt hin, ich habe hier Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Und dort hast du nur Donkey Kong Country 1. Was soll denn der Scheiß? Aber die habe ich schon länger, ne? Und, ah, hier auch, was ich unbedingt zeigen will. Ich habe mich ja bei der Flashback drüber geärgert, dass ich dort Sonic Chaos habe. In der Game Gear-Fassung. Hier habe ich die Master System-Fassung, ne? Wo war das Problem, diese Fassung auf der Flashback zu packen, ne? Gut, und die sind auch so zwei Spiele, die ich auf dem Mega 3 Flashback vermisse. Hier Boogerman Dynamite High, ne? Oder hier Splatterhouse 2, auch schön, sich am Megatrag. Gut, aber das wollten wir jetzt nicht. Wir wollten noch Spiele gucken, die ich eben jetzt gestern gekauft habe. Ich habe die schon umsortiert. Ah, hier haben wir noch sogar noch ein Sega-Spiel, Earthworm Jim 2. Hier verstehe ich ja nicht, warum die Mega 3-Fassung davon in der Virtual Console ist und nicht die SNES-Fassung. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Den ersten Teil hatte ich schon länger, den finde ich aber auch optisch schöner. Ne? War auch gestern überlegen, ob ich mir dieses Spiel überhaupt jetzt hole oder eben nicht.
Weil ich habe ja die Flashback und war schon am überlegen, holst du dir das nicht vielleicht sogar als Cartridge, aber die Cartridge kostet knapp 100 Euro. Und habe ich mir natürlich wieder gedacht, ja, leckt mich doch am Arsch. Also, es ist einfach krank. 100 Euro für ein scheiß uraltes Spiel. Aber das kommt dadurch, durch diese ganzen Retro-Sammler. Die machen den ganzen Markt kaputt. Die kaufen sich diese Spiele 5, 6 Mal und dann kriegt man diese Spiele nicht mehr. Weil die haben die Spiele unendlich oft. Recke. So, hat mich auch jetzt geärgert. Und man selbst als normaler Spieler kommt eben nicht mehr zu anständigen Preisen an die Spiele ran. Ne? Man muss auch sagen, Earthworm Jim passt so vom Aufbau, vom Humor so eigentlich so perfekt in diese Sega-Games. So, so perfekt rein, so optisch, von den Gags her, hier sind viele lustige Momente drin, ich muss hier dann gleich irgendwo Schweine schleppen oder fahr auf so ein Oma-Fahrstuhl, so ein Treppenfahrstuhl, ne, und dann fallen Omas von der Decke runter und den muss ich ausweichen. Ah, warte erstmal den, hier haben wir auch schon die Schweine, die brauche ich gleich, aber ich sammle erstmal hier ein, so, Schweinchen, so, jetzt schleppe ich hier ein Schwein mit mir rum. Und das ist so typischer Sega-Humor. Also solche Sachen gab es bei Sega immer zuhauf eben zu entdecken, bei Sega-Spielen solche Gag-Momente. Ich denke auch nur am Aladdin, wo ganz viel sowas ist, wo du bei Aladdin eben dem Gegner die Hose ausziehst. Ne? Sowas sehe ich da mal wieder in Erinnerung. Oder wenn Abu auf einem Typ reitet hier jetzt einfach das Schwein hier in das Fischglas, ne, da war vorher so ein Typ, so ein Fischglas-Typ drin, der auch so einen Anzug trägt wie dieser Regenwurm hier, ne, an dem ich nicht vorbeikomme. Und pack ich, da hat der Schwein drin und bums ist die Sache gut. Die hasse ich. Ich hasse diese fliegenden Viecher. So, ich feuere einfach, weil es ist ja jetzt egal, ob wir jetzt hier irgendwie weit kommen, wir wollen es ja nur mal anspielen. Ich glaube, ich hoffe, dass hier oben jetzt hier einfach mal hier die Omas sind, ne? Also, also für mich passt das wirklich so richtig zu Sega einfach. Sega ist für mich immer so diese Humorkonsole gewesen. Ja, hier sind die Omas. Das müsst ihr euch angucken. Das ist so saublöd. Wenn ich denn... Ah, irgendwann, ich drücke die falsche Taste wieder. Wo ist Spring? Das ist Schießen? Das ist Spring. Ah, so. Hör auf. Da kommt eine Oma. Und die haut mich. Die haut mich. Ist das nicht geil? So, und jetzt einfach mal ganz schnell dran vorbei. Jetzt aber langsam. Schnell. Schnell, langsam. Das ist einfach Omas. Da kommen die Omas. Ist das nicht geil? Also, einfach richtig geil. Aber optisch, finde ich, sieht das der erste Teil besser aus. Ne? Also hier gefällt mir optisch so jetzt Jim überhaupt nicht. Ne? Gab es ja auch so eine Zeichentrickserie immer auf KRTL, die habe ich auch immer gern geguckt. Ne? Gut, gehen wir mal über zum nächsten Spiel. So, jetzt sind wir hier bei einem Nintendo-Klassiker, The Legend of Zelda, den ich jetzt auch nur genommen habe, weil ich einfach noch 500 Points übrig hatte, sozusagen. Also, ich egal wie ich es durchgerechnet habe, es blieben am Ende diese 500 Points. Was sollte ich dafür nehmen? Und da war jetzt die, habe ich jetzt überlebt zwischen Metroid und eben dem ersten Zelda, und habe dann eben mir den ersten mal mitgenommen. Ich hatte den eigentlich schon mal irgendwie auf dem Game Boy Advance gehabt, da habe ich aber das nicht wirklich gespielt. Ich glaube auch nicht, dass ich das hier so großartig spiele. Ist nicht irgendwie, bin ich damit nie warm geworden. Es ist eben kein Link's Awakening oder Link to the Past, es ist, oder Oracle of Age, Oracle of Season, das sind so die ich so am meisten mag. Hier bin ich irgendwie nicht ganz warm mit geworden, ne? Da fehlt auch schon so vieles, was ich einfach so aus der Reihe kenne. Wobei die Gegner doch schon recht ordentlich so an die klassischen Zelda-Gegner erinnern, wie ich sie eben aus Link's Awakening und Link to the Past kenne, ne? Darüber kann ich jetzt nicht meckern. Ich habe gedacht, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Es ist ein Klassiker und man sollte es eben doch irgendwann mal gespielt haben. Hier ist ja vor allem das Interessante, eigentlich stecken hier ja sogar zwei Spiele drin. Das muss man erstmal wissen. Wenn du es nämlich einmal durchgezockt hast, muss man es nämlich nochmal durchspielen. Und dann ist das Spiel aber irgendwie anders. Das ist ein anderes Spiel. Na, das, glaube ich, weiß nicht jeder. Das habe ich eben auch erst irgendwann mal zufällig mitgekriegt.
Ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt ein Zelda gewesen wäre, was ich oft gespielt hätte, wenn ich jetzt die Game Boy Advance Variante wirklich mal durchgespielt hätte. Ne? Ja. Also, ein Herz noch, bin gleich tot. Komisch, also manche sind sofort da von den Gegnern und andere... Oh, eine Bombe, ich habe eine Bombe. Oh, da bin ich tot. Also, habe ich jetzt einfach nur mitgenommen, die 500 Coins waren da. Und irgendwo musste ich sie ja rein investieren. Und bei den NES-Spielen, muss ich sagen, gibt es nicht so viele interessante für mich. Metroid wäre jetzt noch interessant gewesen. Castlevania wäre für mich nur interessant gewesen, wenn ich auch die SNES-Teile mir jetzt gegönnt hätte. Aber für die war das Geld nicht da. Wäre jetzt noch mehr Zeit, oder ich hätte das früher gewusst. Also hätte ich das wirklich jetzt noch gewusst, dass das geht. Ich hätte noch Castlevania geholt. Ich hätte auch kein Problem gehabt, mir alle Street Fighter-Teile zu holen. Da gibt es ja in der Virtual Console gibt's ja haufenweise Street Fighter-Teile. Ich habe nur eins davon mir mal geholt. Ne? Also hätte ich schon jetzt noch gemacht. Ne? Gekauft, wenn ich jetzt noch Zeit hätte. Aber es ist eben, es ist keine Zeit. Und ich kann jetzt hier nicht 300, 400 Euro ausgeben. Wir kratzen hier jetzt schon an die 100 Euro, die ich jetzt ausgegeben habe. Das ist eine Menge Geld. Und das Geld hatte ich nicht. Ich bin jetzt im Minus auf dem Konto, ne? So, und auch jetzt, das nächste Spiel ist, genauso wie das an, wie gerade eben Zelda, auch wieder ein Zelda, nämlich jetzt Link's Adventure, habe ich heute dann mitgekauft. Ich habe ja Mega Man 10 gekauft und es gab ja nur 15 Euro Karten. Und hier habe ich, wie ihr seht, noch gar nicht gespielt. Da geben wir jetzt auch mal Namen ein. Also bei Zelda heiße ich immer Link, außer bei Awakening, da heiße ich immer Dieb. Wer das Spiel kennt, weiß warum. Also ich nehme mich immer auch schon gleich, bevor ich das Spiel beginne, schon gleich Dieb. Dann ärgert es mich nicht so, wenn sie mich dann plötzlich Dieb nennen. So, jetzt muss ich hier gucken, wie war denn das? Ah, Select. So. Komisch hier mit den Namen eingeben. So. Und jedenfalls nenne ich mich hier immer Link. Und das habe ich jetzt eben auch genommen, weil eben von Mega Man 10 waren nun mal noch... 10 Euro, 5 Euro übrig bei der 15 Euro Karte und dementsprechend habe ich das jetzt eben mitgenommen. Das hier habe ich noch nie gespielt und jetzt sehe ich hier gerade eine Oberweltkarte, das wusste ich nicht mal. Ah! Was passiert, wenn ich jetzt hier so einen von denen berühre? Komm, taucht wieder auf! Ich wollte jetzt so einen berühren. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Warte, den berühre ich jetzt, den berühre ich jetzt. Ist doch gar nichts. Was war das denn jetzt? Da oben ist einer. Eieiei. Eigentlich? Jetzt ganz ehrlich, ich finde es interessant. Ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Jetzt ganz ehrlich, ist interessant. Springen kann er auch, ohne Feder. Hallo? Hallo. Wie komme ich denn in das Haus rein? Da ist noch eine. Wow. Ah. Return the crystal to the palace in Parappa. If all else fails, use fire. Keine Ahnung. Okay, also ich glaube, das Spiel könnte mir Spaß machen. Ich finde es gar nicht so interessant. Ich habe ja, viele hassen dieses Spiel ja eben wegen dieser Drastik, aber es gibt auch wirklich welche, die gerade dieses Spiel sehr loben. Also, ich bin offen. Ich bin offen auf alle Fälle. Ich sag mal, kann was sein, kann auch nichts sein. Alles ist möglich. Muss man sich in Ruhe mit beschäftigen. Ne? Und anstrengender als Phantasy Star kann es ja eigentlich nicht sein. Also ich habe gerade Phantasy Star 1 durchgezockt und bin gerade bei Phantasy Star 2. Gottes Willen.
Also wenn ich alle vier Fantasy Stars durch habe, also bei vier kann es ja sein, dass es nicht spielbar ist auf dem Flashback, aber ich denke immer noch, es ist nur mal so eine einzelne Konsole, wo das ist. Ich gehe davon aus, es geht. Es geht einfach, sag ich einfach. Werde ich da vielleicht mal eine Review machen und mal alle bei allen mal so ein bisschen das Ende anspielen. Ich aber vorher speichere. Und dann dazu mal ein Fazit machen, weil das ist wirklich komische Spiele. Fantasy Star. Komische Spiele. Mich wundert, dass die Reihe heute noch existiert. Gut. Okay, suchen wir mal das nächste Spiel raus. So, jetzt kommt ein Super Nintendo Klassiker, der sich hoher Beliebtheit erfreut. Ich habe selbst nie wirklich Kontakt zu diesem Spiel gehabt. Und zwar, wie ihr seht, Super Metroid. Wir fangen mal hier von vorne an. German Text kann man auch einstellen. Oder habe ich jetzt Frankreich? Ach, ich weiß nicht. Ich starte jetzt einfach. Ist auch egal. Der Text kommt überhaupt nicht mit dem überein, was da drüber steht. Also, es ist derselbe Sinn, aber sehr, sehr gekürzt, wie ihr wahrscheinlich auch selber hier seht. Hier geht es noch, aber später kommt hier von Samus so grüne Gedanken. Das, was drunter steht, hier, das ist hier. Hier kommt das gerade. Es ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was da oben steht. Also, es ist so zusammengefasst. Es ist immer noch derselbe Sinn, aber sehr, sehr kompakt, ne? Gut, ich würde das hier gern überspringen. Ich werde hier dann wahrscheinlich jetzt einen Schnitt machen. So, da bin ich wieder. Jetzt geht es erst richtig los. Das waren jetzt so 2-3 Minuten lang nur einleitender Text, ne? Ich muss mal wieder gucken, wie hier was ging. Wie schießt denn der? Ah, da. Also Steuerung ist komisch. Man kann am Anfang noch gar nichts. Und ich baue schon weiter, aber habe mich in eine Sackgasse verrannt. Und komme da nicht mehr raus. Und muss so oder so von vorne anfangen. Das ist auch blöd. Weil plötzlich kann ich durch so eine Tür nicht wieder zurück, ne? So. Bam, bam, bam. Ne, ist jetzt hier eigentlich erstmal nur ein einleitendes Level. Man läuft hier durch eine Forschungsstation, wo der letzte Metroid untersucht wurde, den Samus am Ende des zweiten Teils, also ich glaube, das hier ist der dritte Teil, ja, ich glaube, steht auch am Anfang, ne? Sozusagen gefangen genommen hat oder eben sichergestellt, trifft so eher, während sie alle anderen eben vermeintlich ausgelöscht hat, ne? Hier seht ihr genau dieses Exemplar, ne? Und irgendwas ist jetzt eben in der Forschungsstation, wo dieses Ding hier untersucht werden soll, vorgefallen. Ja, und da sehen wir es auch schon. Der Endgegner aus dem zweiten Teil taucht auf. Und er ist eigentlich relativ unbesiegbar. Man kann es, wenn man gut mit der Steuerung klarkommt, kann man ihn besiegen. Keine Ahnung, was das dann für Auswirkungen auf das Spiel hat. Ne? Das weiß ich nicht. Wäre aber auch interessant zu wissen, ob dann schon das Spiel direkt beendet ist. Ne? So, ne? Aber man kann ihn wirklich besiegen, aber es ist wohl sehr, sehr schwer. Ne? Man verliert eher selbst Energie und jetzt wird hier die Raumstation eben zerstört und ich habe jetzt nur eine gewisse Zeit, hier rauszukommen. Und hierbei fiel mir dann vor allem dann auf, wie knifflig hier das Springen mit Samus ist. Jetzt hier geht es noch, aber gleich, wenn wir wieder nach oben wollen, ne? Von wo wir kamen, das war schwer und knapp. Ah. So, ne? Und ich bin gestern da punktgenau rausgekommen nur. Also die Zeit lief. Also ich hatte noch irgendwie 10 Sekunden oder so übrig, ne? Wenn überhaupt, ne? Weil ich genau jetzt hier, nächster Abschnitt hier, müsste es sein, bin ich verzweifelt. Genau hier. Ne? Hier habe ich so viel Zeit verballert, mich hier hoch zu bewegen. Und mehrfach wieder runtergefallen bin gestern. Ah. Ah. Aber, ja. Diesmal bin ich besser. 10 Sekunden besser. Ja, jetzt verlassen wir die Raumstation und fliegen zu einem, also zu diesem Planeten, wo der Metroid herkam. Na, also wieder zurück zu dem Planeten aus Teil 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe Teil 1 und Teil 2 auch nie gespielt. Und hätte ich gewusst, dass ich eben heute nochmal losgehe, dann hätte ich wahrscheinlich gestern eher Metroid 1 mir statt Zelda genommen. Und heute dann eben noch Metroid 2 mir dazu genommen. Aber das war dann gestern eben viel später, als ich das noch entdeckt habe, dass es Mega Man 10 gibt. Ne? Dann hätte ich mich eher die beiden genommen, hätte eher diese Reihe jetzt hier voll gemacht als jetzt Zelda. Wo ich großer Zelda-Fan ja eigentlich bin, aber gut, aktuelle Konsolen habe ich eh nicht mehr und ja.
Gut, und die beiden haben mich nie wirklich gereizt und ich glaube, ich hätte eher dann noch Metroid gespielt. Ne? Also gestern bin ich in die Richtung hier hinten gelaufen. Das war auf alle Fälle, führt das zu einer Sackgasse. Ich gehe mal jetzt in die Richtung. Und da geht es auch nicht lang. Okay. Dann war ich mit der Sackgasse wohl richtig. Dann weiß ich auch nicht so ganz. Also erstmal, es scheint hier so eine Art Oberwelt zu sein. Noch gar nicht so wirklich Level, sondern eine Art Oberwelt. Wenn ich das so bisher sehe, ne? Hier muss man vorschießen, dann gehen die Türen auf. Das Problem ist, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur diese blauen Türen aufschießen und mehr noch nicht, ne? Und ich kann mich eben auch noch nicht zu einer Kugel verwandeln. Das heißt, ich kann auch noch nicht mich da hineinkugeln. Und ich denke, diese Wände kann ich später irgendwann wegbomben. Das kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, ne? Und dementsprechend ist hier eigentlich alles irgendwie Sackgasse, ne? Seht ihr, hier komme ich nicht durch, müsste ich eine Kugel sein. Hier komme ich rein. Und bei hier und da war auch irgendwie dann Sackgasse. Also hier weiß ich, hier seht ihr, hier müsste ich auch wieder. Ja. Und dementsprechend, keine Ahnung, ne? So, dementsprechend bin ich natürlich bis hier runter. Dann eben hier durch. Und ja. Irgendwann habe ich den einzigen möglichen Weg eigentlich entdeckt, aber stellte sich dann auch als Sackgasse heraus, obwohl ich da auch augenscheinlich eine Waffe bekommen habe, aber irgendwie kann ich die nicht einsetzen. Falls wir das jetzt schaffen, kann mir ja einer von den Hardcore-Gamern unter euch sagen, wie ich die Waffe einsetze. So, hier muss ich jetzt rein. So. Und seht ihr, hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Das heißt, es gibt nur noch den Weg nach vorne für mich. Ne? Und da geht es dann aber auch irgendwie nicht mehr weiter. Hier komme ich jetzt rein. Ne? So, hier nach unten, das war auch blöd, das überhaupt raus hinzukriegen. Mal klappt das auf den ersten Drücker, beim nächsten Mal willst du wieder hoch, passiert gar nichts, ne? So, wie gesagt, ich bin hier total noch am herausfinden, was ich machen muss. So, dann habe ich nämlich hier hinten was gefunden, das scheint eine Waffe zu sein. Morphing Ball, also denke ich kann mich jetzt in eine Kugel verwandeln, aber ich weiß nicht wie. So, ne? Hier geht auch dieses Licht hier an, das würde ich gerne ausstellen. Hab drauf gefeuert, passiert auch nichts. Und normalerweise müsste man sich ja jetzt irgendwie zu einer Kugel zusammenrollen können und hier durchrollen. Habe ich aber nicht rausgefunden, wie. Ich habe dann mal Start gedrückt, da sieht man hier eine Karte und mit R geht man auf Samus und dann sieht man auch hier Morphing Ball. Aber ich weiß nicht, wie ich da jetzt irgendwie den aktivieren kann, weil ich kann hier nichts im Menü machen. Ihr seht, ich drücke hier, passiert rein gar nichts, ne? Also, ich weiß hier also nicht weiter. Aber irgendwie kam ich hier auch wieder zurück, das weiß ich. Also ich kam hier wieder hoch. Irgendwie ging das. Na, ist denn das? Okay, gut, ich komme jetzt nicht wieder rüber. Gestern habe ich es mehrfach geschafft, keine Ahnung. Also, ihr merkt, ich komme hier noch nicht ganz klar. Muss ich noch herausfinden, ne? Schauen wir uns mal das nächste Spiel an. So, das nächste Spiel ist Super Adventure Island 1. Ist aber nicht der erste Teil der Reihe. Es gab schon zwei fürs NES und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es eigentlich sogar noch mehr Teile, die dann anders hießen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich könnte das auch mit Wonder Boy verwechseln. Oder das hier gehört auch zu Wonder Boy. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich. Und das ist der erste Teil und ja, wollte ich eben auch schon immer mal spielen, weil ich so einen, nein, nicht Komplettlösung, aber eben so. Gab es ja mal diese großen Bücher eben, ne, Komplettlösungsbücher, und da hatte ich so einen, der, ne, ich glaube, der war beim Super Nintendo damals mit dabei, wo eben für so ein paar Spiele so die ersten Schritte erklärt wurden, da war auch dieses Spiel mit dabei, oder der zweite, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste oder der zweite, oh, stelle ich gerade durch an. Jedenfalls wollte ich die Reihe dann eben immer mal ausprobieren und habe sie eben mitgenommen. Leider fällt mir bei dem ersten Teil sofort negativ die Steuerung aus. Denn ihr seht, ich stehe gerade und der läuft auf der Stelle. Und der, ja,
Er muss sich bewegen, um springen richtig zu können. Wenn ich jetzt stehe und springen will, merkt ihr, passiert gar nichts. Wenn ich über Gegner springen will, brauche ich Anlauf, ne? Das ist ziemlich nervig. Ne? Oh, ich habe ja hier Äxte. Kann ich jetzt das richtig mit? So, seht ihr? Aus dem Stand über was zu springen, ist nicht möglich. Ne? Und das ist eben das, was mich an diesem Spiel so verrückt macht. Ich bin auch gestern nicht weit gekommen. Ich habe das erste Level einmal geschafft. Jetzt kriege ich hier Bumerangs. Die sind cool. Ja. Ja. Weil hier kommt dann so Plattformen-Sprünge. Und du musst im Laufen bleiben. Irgendwie immer Anlauf haben, um diese Plattformen zu springen. Aber gleichzeitig versuchen sie dich auch, diese Plattformen dich auszubremsen. Das ist so richtig blöd gemacht. Also ich glaube, als Sonic-Game umgesetzt. Und man findet Dragon Balls. Habt ihr gesehen? Den einen Stern Dragon Ball habe ich schon mal. Also als Sonic-Spiel wäre das vielleicht mal ganz interessant gewesen, das in dieser Form umzusetzen. Ja, hätte man vielleicht richtig cooles Sonic-Spiel draus machen können. Ein bisschen schneller natürlich noch, denn mir ist die Figur noch etwas zu langsam. Ne? Aber vom Konzept her finde ich es interessant. Also genau hier, bis hierhin habe ich gespielt, bis zu diesem Level noch ein bisschen weit. Also in diesem Level ein bisschen. Und dann kommen jetzt hier diese komischen Plattformen. Und für die muss man halt immer in Geschwindigkeit sein. Ach, ist jetzt auch egal, ist mich runtergerutscht. Und das schafft man dann einfach irgendwann nicht mehr. Ne? Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist der zweite Teil von Super Adventure Island. Wir fangen aber jetzt mal nicht von vorne an. Schlichtweg, weil die Einleitung auch hier ziemlich nervig ist. Man fängt erst in irgendeinem Palast an und muss dann da heraus. Und das ist aber gar kein Level. Und dementsprechend, ich bin jetzt hier mitten in einem Level. Ihr seht, ich muss auch gerade gestorben sein, sonst wäre jetzt hier kein Continue. Und wir fangen einfach hier nochmal an. Und hier ist die Steuerung ganz anders. Seht ihr, er steht. Also wir haben hier eine ganz andere Bewegungssteuerung und das ist gleich viel optimaler als eben beim ersten Teil. Also hier habe ich gleich wirklich Spaß gehabt, ne? Der kommt. Und man kann schlagen, irgendwann kriegt man wohl Schwerter. Also ist leicht anders als eben das erste und meiner Meinung nach sofort besser. Also ich finde die Steuerung weitaus annehmbarer, schöner, direkter, macht mir Spaß einfach, ne? Also habe ich mich schon gleich drin verliebt in dieses Spiel, ne? Aber bevor ich das natürlich richtig spiele, möchte ich den ersten Teil richtig spielen, ne? Aber ihr merkt, hier habe ich schon gestern ein bisschen probiert, ne? Mittlerweile weiß ich, wo die Gegner auftauchen, aber ist egal, ich komme hier trotzdem nicht weit, denn hier oben, das habe ich jetzt raus und jetzt muss ich hier runter. Bum, 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 bum. So, und fall hier runter und hier unten kommen dann immer irgendwelche Drecksbiester, die mich erledigen. Ja. So, ab. Also, springen ist auch ganz gut hier, kann ich auch nicht meckern. Er rutscht ein kleines bisschen beim Springen, aber nicht viel, wie ihr seht. Also, ne? Und jetzt tauchen hier gleich so blöde Vögel auf und die ärgern mich. Also, weil die machen mich fertig. Die Vögel machen mich fertig. Bitte. Oh, ich habe so gut geschafft. Dann kommt hier so ein hässliches Schwein. Und eine Schatztruhe. Hoffentlich ist da eine Waffe drin. Wie öffne ich die? Ich weiß nicht mal, wie ich die öffne. Oh, ich habe ein Schwert. Ha, ha, ha. Weapons? Ist so ein bisschen aufgebaut hier vom Menü her wie ein Rollenspiel. Finde ich alles nicht schlecht. Also man kann Waffen ausrüsten und so. Also bin ich noch neugierig drauf auf dieses Spiel, was da noch so alles auf mich zukommt. Ne? Also macht mir soweit erstmal wirklich Spaß. Ne? Ist eigentlich schade, dass es so viele Spiele gar nicht gekannt hat. Ne? Gut, andere haben fast alles gekannt, aber ja, wir haben eben nie Spiele bekommen und dann kam auch schon das N64 raus. Ne? Also es ist wirklich so bei uns. Wir haben dieses Gerät gehabt. Und kurz darauf kam der N64 raus. Und den wollten wir natürlich auch haben, wo unser Vater gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein. Ihr habt gerade erst dieses Spiel gekriegt und jetzt soll es hier noch ein Ding Konsole geben. Hier, das kann ja wohl nicht sein. Ein Jahr alt und da kommt ein neues raus. Das geht ja gar nicht, ne? Also, ja, das hat der auch nicht verstanden und ja.
Nur hatten wir natürlich den Vorteil oder hätten ihn haben können, wir hätten viele Spiele gebraucht kaufen können. Aber wir haben eben immer den Gameboy genutzt, also diesen Super Gameboy, statt eben jetzt die teuren Super Nintendo Spiele, die zwar auch damals schon nicht teuer mehr waren, die haben damals auch schon nur noch 20 Mark gekostet, gebraucht, ne? Haben wir aber lieber die Gameboy Spiele gekauft, die wir für 5 Mark gekriegt haben, ne? Und das heißt, wir hatten eine große Gameboy Spielsammlung, heute auch nicht mehr so groß, aber eben Super Nintendo mäßig hatten wir so gut wie gar nichts, ne? Und das ist so ein bisschen was. Ich hatte mehr als ich jetzt habe. Jetzt habe ich ja nur noch 7. Ich hatte so etwa 13, 14 Stück. Aber eben, wie gesagt, haben wir alles nicht mehr, ne? Aber dementsprechend, diese Virtual Console hat mir wirklich gefallen und ich hätte sie viel mehr nutzen müssen. Aber es war einfach damals eine blöde Zeit irgendwann. Ja. Und jetzt ist es vorbei. Und hätte ich das nur gewusst, dass man das noch machen kann. Glaubt mir, ich hätte in den letzten 2 Jahren immer wieder was gekauft. Das erfahre ich 3 Tage bevor der, naja, 4 Tage. 4 Tage bevor der Laden dicht ist, erfahre ich, dass das noch geht. Und oh, es sind nicht so viele Sachen in der Virtual Console drin. Das ärgert mich eigentlich. Das sind nur 40 Seiten mit A10 Spielen. Und das ist ja nicht alles Sega. Die letzten 3 Seiten oder die neuesten 3 Seiten sind nur Neo Geo. Mit dem Ding habe ich nichts am Hut. Ich habe hier ein Neo Geo Spiel drauf. Naja, und ich hätte wirklich zugeschlagen. Gut, ich habe noch ein paar mehr Spiele, also machen wir mal weiter hier, ne? So, wir sind beim vorletzten Spiel angekommen. Indiana Jones, The Great Adventure. Hier werden alle 3 Indiana Jones Games, nicht Games, Filme abgehandelt so ein bisschen, ne? Eben in Form eines Plattformers, ne? Eines Jump'n'Runs. Und ich muss sagen, in das Spiel habe ich mich auch irgendwie sofort verguckt. Geht schon gleich ganz schlecht los. Ich sage, ich habe mich verguckt. Habe das gestern auch schon ganz viel gezockt, bin aber auch noch nicht wirklich weit gekommen. Ich bin bis da gekommen, wo mir die Steinkugel hinterherrollt, ne? Ne? Aber das Spiel hat mir richtig Spaß gemacht und ehrlich gesagt hat es bei mir jetzt auch eigentlich fast das Verlangen ausgelöst, loszugehen, nochmal Karten zu holen. Und mir die Star Wars, super Star Wars Teile zu holen, die ja so vom Spielen her ähnlich sind, wohl auch von selben Team sind, ne? Weil mir das hier so viel Spaß macht, dass ich in der Form auch eben mir sofort diese Star Wars Games gerne geholt hätte jetzt, ne? Ach, auch wieder so ein Ärger, ne? Wie gesagt, Zeit ist es, die einem fehlt, weil man es nicht gewusst hat, weil man gedacht hat, die Sache ist erledigt. Weil auf diesen blöden Karten steht nichts mehr von der Wii. Es steht hier nichts mehr Wii drauf hier. Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, nochmal New Nintendo, also hoffenweise Nintendo DS und dann nur Wii U. Ne? Und nichts von Wii. Und hätte das aber dort gestanden, ich hätte ja gekauft. Ich hätte gekauft, Leute. Ah. Und ich bin wirklich schon ausgegangen, es gibt's alles nicht mehr, ne? Und das Spiel ist hier wirklich einfach richtig geil und das hätte ich auch gerne, wenn die Star Wars Spiele scheinen in derselben Art zu sein. Ich hätte es gerne gemacht. Ne, ich hätte die wirklich gerne, gerne gezockt. So. Ne, auch dieser Soundtrack, sehr schön, bisschen stört mich hier das Trefferverhältnis, also eigentlich ist man der Meinung, man hat die blöde Fledermaus getroffen, aber sie ist nicht getroffen. Ne? Aber okay, dagegen kann man eben nichts machen. So, das Herz habe ich absichtlich übersprungen, denn ich habe ja volle Energie. Jetzt habe ich nicht mehr volle Energie, aber das lassen wir trotzdem liegen. Braucht man nämlich später vielleicht nochmal. So. Da wurde hinter mir geschossen. Ne? Also ich finde das, es ist ein geiles Spiel hier. Das macht richtig Spaß. Hätte ich auch nie gedacht, so. Wop, 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 schnell, 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 schnell. So. Also ihr merkt, ich habe das gestern schon einige Zeit gespielt. Hab ja auch gebraucht. Das ist auch so ein Spiel, wo man eben wieder lernen muss, wo ist welche Falle, ne? Schön ist, wenn die Gegner besiegt sind und man ist gestorben, die Gegner tauchen nicht wieder auf, die bleiben tot. Also nur hier eben die Sachen, die von oben runterstürzen und die Fallen sind weiterhin aktiv. Hier taucht nämlich jetzt was auf. Irgendwo hier war was. Ist hier gleich mit drüber gesprungen. So.
Ah, ich habe wieder den Knopf vergessen. Was war denn das? Ah, so. Scheibe, aber jetzt habe ich schon wieder keine Energie mehr. Und erledigt. Gut. Aber das hat mir jetzt auch richtig Spaß gemacht. Gerne mehr von. Also wirklich. Also wenn die Lego, Super Star Wars Teile auch so sind, gut, dass es auch noch Emulatoren gibt, aber ich hätte es eben lieber hier, ich hätte es lieber gekauft, hier drauf. Ja, ist eben auch schade, dass so dieser Markt für die ganzen Spiele so kaputt ist, sag ich mal, schlichtweg wegen diesen ganzen Sammlern. Ich muss auch einfach sagen, es sind die Sammler, diese, die sich hier 5-6 Mal ein und dasselbe Spiel kaufen, einmal eben als Spielvariante, da haben sie dann in der Regel ohne Cartridge oder also nur die Cartridge. Dann haben sie zweimal OVP, weil einmal könnte ja beschädigt werden. Ja, und aber damit sind eben zwei Spiele immer vom Markt, die eben keiner mehr kaufen kann. Und das ist ja nicht ein Sammler, der das macht, es sind ganz viele, die das machen. Und ja, die versperren damit den Markt, den Käufermarkt für jeden, der es eben auch haben möchte. Und das finde ich so scheiße, ehrlich gesagt. Darum haben wir so hohe Preise bei so vielen Spielen, die einfach Bullshit sind. Hier, 100 Euro für Aeros Acrobat 2, es ist krank. Es ist einfach nur schizophren. Ne? Und ich muss mich sogar fragen, wer ist so bescheuert und gibt so viel Geld für so ein Mist aus? Ne? Ist mir unbegreiflich. Ist es wirklich, aber die machen diesen Markt kaputt und die denken darüber auch gar nicht nach. Die sind froh, oh, ich habe das Spiel dreimal. Super, ne? Ich kann ja noch verstehen, dass welche sich ein Spiel nochmal neu holen, weil vorne eben die Cartridge so abgenutzt ist. Aber eine schönere, schöner haben, dass es besser aussieht. Okay, das kann ich nachvollziehen. Und wenn sie dann die alte Variante wieder auf den Markt bringen, okay. Aber dass wirklich Leute sich die Spiele mehrfach holen und damit eben die Spiele für andere mögliche Käufer eben, ja, unbezahlbar machen, das finde ich nicht mehr schön. Ne? Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum man dreimal dasselbe Spiel braucht, wenn man es einmal zum Spielen hat. Ich kann noch verstehen, dass ihr es in OVP wollt, aber dass ihr es dann einmal habt, um es nie auszupacken und, ist doch Bullshit. Ne? Ja, es könnte so schön sein hier. Vor ein paar Jahren war der Markt so preiswert, alle Spiele 10, 15 Euro, egal welches, kein Problem gewesen. Und heute kann man sie nicht mehr bezahlen, weil es diese ganzen Sammler gibt. Und das ist scheiße, das ärgert mich so. Gut, kommen wir jetzt mal zum letzten Spiel. So, fürs letzte Spiel muss ich den Controller wechseln, denn ihr seht, es ist ein N64-Spiel. Super Mario 64. Habe ich gestern auch schon sehr gut gespielt. Ihr seht, ich habe bereits 17 Sterne. Ja, und ich hatte dieses Spiel schon mal in der DS-Variante. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen auf der DS-Variante. Steuerung auf dem DS-E-Mist mit einem Digi-Kreuz. Hier habe ich wenigstens einen Analog-Stick. Das funktioniert schon mal gleich viel besser. Hier ist die Steuerung auch nicht optimal, aber eindeutig besser als auf dem DS, ne? Und mich hat das auch so genervt. Du hast Yoshi gespielt, der einfach Mützen aufzog und sich in die anderen verwandelt hat, inklusive Wario. Und bei Wario muss man sich, frage ich mich immer teils, hat Wario denn wirklich was mit Mario zu tun? Wenn ihr mal so wirklich drüber nachdenkt, ist es super, eigentlich nur die Mario Land 3, also Teil 2. Und dann hat Wario sein eigenes Ding gemacht. Ansonsten ist es nur diese Verbindung über die Sportspiele. Ansonsten haben die nicht allzu viel eigentlich miteinander zu tun. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ne? Ist Wario eine komplett eigene Figur und passt irgendwie so gar nicht in ein Super Mario 64 hinein, ne? Bei den Sportspielen von mir aus, okay. Schon bei Yoshi's Island DS fand ich es auch komisch, wieso dort ein Donkey Kong dabei war und ein Wario. Also ich glaube, da wollte man die Figuren einfach wieder etwas enger zueinander bringen, was sie eigentlich gar nicht mehr sind heutzutage, weil sie gehören nicht mehr in diesem Sinne zusammen. Sie haben zusammen sozusagen angefangen, aber jeder von den Figuren hat seinen eigenen Weg gegangen. Mario ist seine eigene Spielefigur, Donkey Kong hat seine eigene Spielereihe und seinen Charakter komplett verändert, ne?
Wario ja, so wie ich es aufnehme, eigentlich auch. Er ist zwar immer noch geldgierig, aber kann man ihn wirklich noch als Schurken ansehen? Auch nicht mehr, ne? Also so ein wirklicher Schurke ist er auch nicht mehr. Also so wie ich jedenfalls von den Mentalen, die ich so gespielt habe, das aufgefasst habe, ne? Gut. Jedenfalls habe ich mir das jetzt hier nochmal mitgenommen. Auf dem DS habe ich es einfach nicht mehr. Ich habe mir gedacht, man sollte es einfach mal haben, ne? Und ich muss sagen, soweit macht es mir ganz viel Spaß hier. Vor allem jetzt hier diese erste Level finde ich super gut. Da finde ich dieses auch am besten umgesetzt. Ich bin natürlich schon etwas weiter mit Leveln, wo ich dann auch eher das Problem generell in diesen 3D-Marios dann wieder sich bei mir bemerkbar macht. Das werden wir auch gleich nochmal eins anzocken. Denn es gibt wirklich Punkte, die ich an diesen 3D-Marios überhaupt nicht leiden kann. Das werden wir gleich mal in der Eiswelt so ein bisschen uns anschauen, aber wir machen hier jetzt mal König Bombo Bomb oder wie der Vogel heißt, mal schnell besiegen, ist ja nicht so das Schwerste von der Welt. Ah! Das passiert mir immer, ich will den greifen und dann rutsche ich hier weg. Und man soll ja hinter den, dann kann man den irgendwie greifen und muss den dreimal hier eben so wegwerfen. Das ist alles. Also ist jetzt nicht so das große Ding, kann er gerade ganz gut mit mir mithalten. Ich lasse ihn erstmal sich ein bisschen bewegen. Ich ging gestern schneller. So, ab und. Und jetzt muss ich noch einmal, müsste ich ihn noch hinwerfen oder sowas, zumindest gestern. Ich weiß nicht, ob es ja bei einem, wenn man wieder gegen ihn spielt, sich das so ein bisschen verändert. Manchmal verändert sich das ja auch bei den Spielen. Sie werden dann schwerer, die Gegner. Nee, ist besiegt. Also dieses erste Level macht mir schon mal, also diese erste Welt, die macht mir wirklich Spaß auf alle Fälle, ne? Und auch weitaus mehr, als sie mir auf dem DS gemacht hat. Das muss ich einfach sagen. Also beim DS war es einfach komisch. Also ich weiß nicht, wer da was die getrunken haben, um zu sagen, Yoshi ist jetzt die Hauptfigur und er zieht Mützen von den anderen auf. Und teils war mit den anderen Figuren die Steuerung wirklich eine Qual, ne? Aber für mich haben diese ganzen 3D-Marios wirklich eine große Schwäche. Ne? Also allen voran eben dieses hier, Sunshine, war da schon nicht mehr ganz so schlimm. Und bei Galaxy, ehrlich gesagt, ist die Schwäche so gut wie gar nicht da, ne? Aber die Schwäche zeige ich euch jetzt anhand dieses Levels, ne? Oder dieser Welt. Ich weiß nicht, nennt man das jetzt Welt? Nennt man das Level? Das ist eben ein ganz anderes Spielkonzept, als es eben bei den 2D-Marios war. Und das große Schwäche ist einfach. Pass auf. War noch gar nicht so, wie ich es wollte, aber wir machen das jetzt mal weiter. Ich zeige euch das gleich. Wupp. So. Und zwar mein Problem bei diesen ganzen 3D-Marios ist das hier. Dass diese ganzen 3D-Marios und vor allem dieses hier Welten hat, die irgendwo mitten in der Luft schweben und man einfach abstürzt. Man rutscht irgendwo falsch aus, die Kamera ist nicht richtig und man fällt raus aus dem Spiel, ist erledigt und das hasse ich. Bei Super Mario Sunshine ist das nicht mehr ganz so, weil du hast eigentlich feste Welten und du hast es dort nur in diesen Jump'n'Run-Sequenzen, die mir aber auch schon immer extremst auf den Geist gingen, ne? Aber dort hat man ja wenigstens den Dreck weg dabei, der einem so ein bisschen den Hintern rettet, ne? Aber ansonsten hier, muss ich sagen, gefällt mir das gar nicht. Also dieses irgendwo von irgendwo abstürzen ist schrecklich. Und hier dieses Pinguin-Rennen. Das habe ich gestern Abend gemacht, da habe ich über eine Stunde dran gesessen, weil ich ständig eben abstürze, wie ihr seht. Ich kann mich nicht auf der Piste halten und bin dann einfach weg. Und das ist auch extremst nervig, wenn so die Piste hätte man noch mit Randmarkierung machen können, dass man nicht unbedingt runterfällt. Man hätte doch dann lieber irgendwelche Hindernisse reinlegen sollen, aber nicht dieses Abgestürze. Also mich regt dieses Abgestürze bei 3D Marios auf. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber mich stört das. Ich mag sowas nicht, weil dadurch vergeht mir irgendwie auch diese Lust an diesem Spiel. Wenn ich solche Sachen hier eine Stunde lang mache, habe ich danach keinen Bock mehr weiter zu spielen. Also wenn ich hier, dann ist erstmal dieser Zwang, ich möchte jetzt diesen Pinguin besiegen. Der war gestern da, der muss besiegt werden. Und dann sitzt du da, eigentlich schon längst in der Zeit, wo du ins Bett gehen willst und hast danach aber
ja, und versuchst einfach nur noch dieses dämliche Rennen hier zu schaffen. Dann bin ich ja auch gestern hier irgendwo von der Bahn gefallen, in irgendeine Wand rein, bin dann hinter der Wand lang, kam unten an, war Erster, und dann sagt mir der Pinguin, ich habe gemogelt. Natürlich habe ich gemogelt, ich bin durch eine Wand geklitscht, aber es war ja nicht meine Schuld. Den Punkt hätte mir ja trotzdem irgendwo zugestanden, das fand ich auch fies, ne? Gut, aber trotz allem, ich muss sagen, so optisch finde ich dieses Spiel gut. Ich finde es auch sogar optisch besser als auf dem DS, auch wenn ich die DS-Variante nicht mehr habe und nicht mehr vergleichen kann. Aber ich finde, es sieht optisch eigentlich wirklich gut aus, ne? Und ja, wollte es eben dann doch mal eben wenigstens in irgendeiner Fassung hier haben. Und da die DS-Variante mir nicht so zugesagt hat, habe ich gedacht, ich probiere es mal eben mit der Virtual Console-Fassung, ne? Und dementsprechend habe ich es mir einfach mal gegönnt, ne? Ich werde hier nie alle Sterne sammeln, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich mich kenne. Ich habe sie auch im DS nicht gesammelt, aber beim DS waren es ja auch ein paar mehr. Gab es ja nochmal ein paar Zusatzsterne, aber ist mir vollkommen egal. Ich werde eben nun meine Sterne so sammeln, dass ich gegen Bowser kämpfen kann und Bowser besiegen kann und viel mehr. Spielt hier für mich dann auch keine Rolle, ne? Aber hier weiß ich auf alle Fälle, das Spiel werde ich jetzt auch erstmal zocken und durchzocken, ne? Nicht jetzt mit eurem Beisein, weil dann merkt ihr, wie schlecht ich in diesem Spiel bin. Ich bin damals am DS wirklich dann verzweifelt in späteren Level eben auch wieder eben wegen diesem Scheiß abgestürzt. Also ich mag dieses dämliche Abstürzen nicht, ne? Hier, wie es hier jetzt ist, man hat überall Rand um sich und man fällt nicht von irgendeiner Plattform runter, ist okay. Aber wenn ich immer zu in irgendwelche schwarzen Löcher falle, habe ich keinen Bock auf dieses Spiel. Gut, so, es müssten jetzt alle Spiele gewesen sein. Wenn ihr jetzt eins vergessen habt, ist auch nicht so schlimm. Video ist ja jetzt urisch lang. Ja, also ich habe jetzt hier 1 Stunde 16 stehen. Es werden zwar noch ein paar Kleinigkeiten rausgeschnitten, aber das Video wird trotzdem jetzt eine Stunde lang sein, ne? Und dementsprechend müssen wir jetzt nicht noch ein Spiel, wenn ich jetzt eins vergessen habe, vorstellen, ne? Aber es war jetzt für mich einfach mal, ich wollte es jetzt zeigen, wenn ich mir jetzt nochmal geholt habe. Wer von euch jetzt vielleicht auch merkt, oh scheiße, vielleicht sollte ich auch nochmal holen, sollte es jetzt eben noch heute machen oder eben morgen an die Tanke gehen und sich dort eben Karten holen. Ich weiß nicht, wie weit wirklich Montag noch einlösbar ist. Also Montag wird der Laden dicht gemacht. Und ich weiß eben nicht, ob man dann Montag noch kaufen kann oder ob sozusagen morgen der letzte Einkaufstag ist. Darum bin ich auch wirklich heute noch los, habe nochmal eine 15-Euro-Karte geholt für Mega Man 10. Wobei ich zwar auch ziemlich zuversichtlich war, ohne jetzt überprüft zu haben, dass ich Mega Man 10 auch auf dem 2DS mir hätte holen können, aber ich wollte es eben dann hier schon vollständig haben. Ich hätte natürlich auch gerne noch Teil 6, 7 und 8 gehabt, aber die sind ja nicht in der Virtual Console erschienen, ne? Und dementsprechend kann ich da meine Mega Man Reihe nicht vollständig machen, ne? Aber okay, das lässt sich manchmal nicht ändern. Gut, dann würde ich sagen, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!